Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück bei Let's Play Sailor Orient Dance Fischigino Blödsinn. Ja, das war der original japanische Titel von Minage Cap. Falls ihr euch noch daran erinnert, falls ihr es gesehen habt, ich habe es ja irgendwann schon mal erwähnt. Und ich dachte, ich mach's einfach wieder, weil es klang irgendwie nett und ich wollte es einfach mal machen. Ja. Unsere letzte Tätigkeit war, bestand darin, die drei ausgeliehenen Bücher zurück in die Bibliothek zu bringen. Das habe ich jetzt getan. Und wäre jetzt eigentlich soweit, mit Lexia dem Weisen zu sprechen. Aber vorerst. Eine Voraussetzung, ich muss erstmal wieder klein werden. Du sollst nicht wieder reingehen, du sollst dich klein machen. Los, rein da mit dir. So, jetzt bin ich wieder klein und jetzt kann ich das Bücherregal emporklettern. Dieser alte Mann macht mir ja irgendwie immer noch Angst. Ich meine, er ist so unnormal schnell, so voller Power und ich kann dich nicht beschreiben. Auf zu Lexa! Wir können ihn nämlich jetzt, dadurch, dass ich die Bücher zurückgebracht habe, können wir ihn jetzt endlich besuchen gehen. Finde ich gut? Schauen wir mal. Das hier müsste das Richtige sein. Dieses überhaupt nicht auffällige Buch mit der Tür in der Mitte. Ein Buch mit einer Tür. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich meine damit wirklich ein Buch. Ich meine, sieht euch das an, es sieht von innen aus wirklich ein Buch hat sich sehr. Hält ihr sogar ein Bett. Und ein Lesezeichen, was wahrscheinlich ein Teppich sein soll. Mit Lampe und Schreibtisch und eine riesige Feder und ein Tintenfass. Und ich habe mit ihm Fragmente fallen. Cool. Das sollte ich so gleich tun. Hier, bitte, Lexa. Was soll das mit dieser riesigen Feder? Es passiert etwas Wunderbares, genau da. Gelbes Oktopus. Viech. Viechel. Oktopuswesen, was auch immer. Oh, das hat gepasst. Ich denke, es geschieht etwas Gutes. Hi. Hohoho. Oh, Besuch, eine seltene Ehre. Stimmt, es ist schon eine Weile weg und ich bin so einsam. Ui. Was führt dich zu mir? Oho, der Tempel des Tropfens. Du willst also dorthin gehen. Gut, in selten. Ein selten mutiger Mensch. Stell dich zum Kleber dort drüben. Dort hinten. Immer mit der Ruhe. Stell dich erst einmal dahin. Hoho, öffne dich, Wunderklappe. Wunderklappe? Hä? Ich bin in den Abgrund gefallen. Oder sagen wir besser, ich bin einfach die Klappe runtergefallen, wieso auch immer. Hoho, gut gefallen. Also, ich bin gespannt, ob es dir mit meinem Trick gelingt, an das Werkzeug zu kommen. Hä? Werkzeug? Was für ein Werkzeug meint er denn? Aha, aua, ich hab mir die Hüfte gestoßen. Oh, das Knie? Es tut jedenfalls weh. Dieser Lexa ist mein Rätsel. Wie ist er denn in den Tempel des Tropfens hineingekommen? Die Lösung des Rätsels liegt vor uns. Lass uns hineingehen. Ja, klar. Deine Hüfte, dein Knie. Ethelo, du weißt schon, dass du weder Hüfte noch Knie hast, oder? Sehr egal. Gut, dass das hier nicht funktioniert. Ich habe sie nämlich versehentlich eingesehen. Hey, hier war ich doch schon mal. Oder nicht? Anscheinend doch nicht. Das kommt mir so bekannt vor, als wenn ich hier schon mal war. Oder ich war schon mal irgendwo, was so ähnlich aussah wie das hier. Lass dich ansaugen, Pilz. Ich will nach drüben. Haha. Fetter Sprung. So. Au. Vorher auf meinem Weg noch ein paar Herzen einsammeln. Was gibt's denn hier so?
Oh super, irgendwelche Käferviecher, die ihre Kiefer auf mich schleudern können. Wunderbar. Und sind wir so gleich schnell los. Nimm das. Lass dich treffen. Verdammt, jetzt lass dich doch treffen. Yay, ich hab's geschafft. Oder eine riesige blaue Kiste erscheint. Ich bin schon mal so gespannt, was drin ist. Flossen erhalten. Drücke A zum Schwimmen. Drücke B zum Tauchen. Yay, ich habe gerade die Flossen erhalten. Ich erinnere mich vage. Ich finde es aber auch irgendwie ein bisschen arm, dass Link irgendwie Flossen braucht, um im Wasser schwimmen zu können. Irgendwie finde ich es seltsam, aber gut, wir haben eine weitere praktische Fähigkeit erlernt. Weil ich denke mal, ohne die Flossen geht nichts. Und tada! Link kann schwimmen. Er muss nicht mehr sinnlos im Wasser rumfuchteln und so tun, als wenn er ertrinken würde, verrecken würde, wie auch immer. Ich mach schon wieder Faxen hier. Ich kann sogar schneller schwimmen. Ist das nicht overcool? Ich find's witzig, vor allem, was es für Geräusche macht. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ach, guck mal einer an, wo ich jetzt rauskomme. Das gibt's ja gar nicht. So. Jetzt machen wir uns mal wieder groß. So, ja, ich finde ja die Geschichte mit. Ach, mir, ich sehe gerade, was ich noch machen kann. Ich kann die Wand anrempeln, damit die Masken runterfallen. Haha. Lustig. Haha. Ich fand es sehr witzig. So. Nur nicht groß vertauschen hier. So. Die Reise geht vorwärts. Vorwärts, um ein neues Fragment zu finden. So. Jetzt müsste ich eigentlich, soweit ich mich erinnere, muss ich aber durch. Ich glaube, ich muss das hier. Hallo, Talan, ich benutze mal dein Haus, Talan. Tschüss, Talan. So. Könnte auch sein, dass ich mich jetzt irre. Ja, ich glaube, das war ein bisschen weiter noch. Nimm das! Obwohl eigentlich. Nein, Quatsch! Eigentlich bin ich doch da richtig. Was erzähle ich denn wieder für einen Quatsch hier? So, das heißt, ich muss jetzt hier links, 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 links. Und kann jetzt hier irgendwo lang. Wo, ich komme nicht da lang, warum auch immer nicht. Vielleicht komme ich hier irgendwo durch? Nein. Das ist sehr seltsam. Hat er mich gerade abgetroffen, der Lulatsch? Psst, du kriegst es gleich mit mir zu tun. Und wenn ich da hin rumdingsel? So wie es aussieht, muss ich anscheinend doch andersrum. Irgendwo da hinten. Ich werde mir schon irgendwie meinen Weg bahnen. Ja, Alter, nein, das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss ich mich. Oh, nein!
Jetzt muss ich mich doch erst wieder dahin bequemen, oder was? So. Pass auf, ganz einfach. Dann jump ich mir hier nochmal hoch, lass mich hier nochmal rübergleiten. Jui! Und dann mache ich das gleiche nochmal mit dem Wasser hier. Ui! So. So haben wir das. Nein, ich bin nicht hier schon wieder verquert, habe ich das Gefühl. Das kann doch nicht sein. Ich bin schon wieder falsch gegangen. Shit. Ich weiß nicht so recht, wohin jetzt. Ich fliege jetzt mal irgendwo in der Gegend rum. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Mal überlegen. Schauen wir doch mal, was wir hier noch so für Kram haben. Sieht ja sehr mal aus. Irgendwie, ich weiß nicht. Boah, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich tun? Nachdenken. Genau, mir fällt irgendwie nichts ein. Ich bin jetzt gerade ein bisschen blöd. Ein bisschen doof. Boah, das gibt's doch gar nicht. Aber gibt's anscheinend ja wohl doch. So. Gut, ich belasse es jetzt mal hierbei. Hier ist es doch... Moment, 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 Moment. Muss ich nicht sowieso irgendwie hier lang? Hier so lang? Oha. Ich lass mich hier jetzt von jedem blöden Vieh ein. Ich lass mich hier wirklich von jedem blöden Vieh irgendwie anhauen. Genau, hier wollte ich hin. Yay! Und jetzt? Geht es? Nein.
Ja toll, ich komme jetzt da nicht lange, oder was? Super, echt super. Es kann nicht mal was über Bord gehen, wenn es irgendwie ein... Selbst wenn es nur ein, weiß ich nicht, ist. Oh, das gibt's doch gar nicht. Bin ich jetzt hier irgendwie ein bisschen von der Rolle oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, weiter gibt es sonst nichts. Denke ich, ich hänge irgendwo fest und ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Jetzt, also eigentlich ist es schon klar, aber irgendwie komme ich da jetzt gerade nicht hin. Das ist alles gerade so ein bisschen wirr. Vielleicht muss ich doch einen anderen Weg benutzen. Schauen wir mal. Bisschen mysteriös ist es aber irgendwie schon. Ich will auch keiner so richtig mit mir reden. Ich brauche mehr von den kleinen Hunden irgendwie, ich weiß nicht. So. Geh doch ein wenig schneller. Tja. Was tun? Ich habe irgendwie ja so mal gar keinen Plan irgendwie. So. Das ist ja. Ich habe ja keinen Plan, bin ich hier richtig, bin hier nicht richtig. Ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe. Wo muss ich jetzt hin? Wow, ich werde von 20.000 Viechern angegriffen hier. So. Ist ja cool, bla bla. Gut, stell mich mal nicht da. So. Oh Gott, ich werde hier voll von denen geraped, Mann. Das gibt's doch gar nicht. So. Wo bin ich? Tyreloria-Wald. Eigentlich wollte ich da nicht wieder hin. So. Gute Frage, nächste Frage. Wo geht es lang? Ich weiß nicht genau. Soll ich mir jetzt einen neuen Bogen kaufen oder wie oder was? So. Ich stelle mich hier einfach mal hin und koche. Oder knete, wie auch immer. Dü. Ja. Genau. Ich habe keine Ahnung gerade. Kann mir vielleicht, please, irgendjemand helfen?
Ich komme hier gerade irgendwie voll nicht weiter. Ja. So viel dazu. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt uns an diesen Game-Dingern vorbeigeschlängelt haben, würde ich sagen, wir sehen uns in dem nächsten Part. Also Leute, bis dann. Ciao.